Liebe Brüder und Schwestern von nah und fern, ich begrüße euch ganz herzlich heute am Palmsonntag, dem 5. April 2020, von hier aus Mediasch aus der Margaretenkirche. Wir sind zwar durch Orte getrennt, doch im Glauben verbunden. So möchten wir durch unsere Online-Gottesdienste auch weiterhin mit euch verbunden bleiben und euch nahe bleiben. Der heutige Sonntag eröffnet die Karwoche. Er hat seinen Namen vom Evangelium des Sonntags, so wie wir es aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel erfahren. Oder, wie wir es heute gesungen hören werden, von den Kindern unseres Kinderchores. Die Menschen bereiten Jesus mit Palmzweigen und Hosianna-Rufen einen triumphalen Einzug in Jerusalem vor. Menschen begegnen Jesus auf seinem Weg zum Kreuz und er erfährt sogar Berührung in einer ganz besonderen Weise, segnend und salbend. Dass er auch zu uns kommt, uns begegnet, uns anrührt und segnet, unser Herr und Heiland, das erbitten wir in diesem Gottesdienst und in unserem Leben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Hört ein Predigtwort für den heutigen Palmsonntag, wie es aufgeschrieben steht im Markus-Evangelium im 14. Kapitel, die Verse 3 bis 9. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und aß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß
mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lass sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Der Herr segne dieses Wort an euren Herzen. Liebe Brüder und Schwestern, was ist lebensnotwendig? Was ist dringend? Was kann aufgeschoben werden? Was steht ganz oben auf meiner Prioritätenliste? Nicht lange her befindet sich der Jahresanfang, an dem viele von uns geplant haben, viele Termine in den Terminkalender eingetragen haben, Flüge gebucht haben für den Urlaub und wahrscheinlich schon eine Prioritätenliste für das Jahr 2020 aufgestellt haben. Nun stehen wir da, 3 Monate später, und die Situation ist eine ganz andere. Was uns noch so wichtig erschien am Anfang des Jahres, klingt heute angesichts der Krisensituation unwichtig, vielleicht sogar lächerlich. Die Prioritäten haben sich verschoben, die Perspektiven, Dinge zu sehen, haben sich verändert. Wichtig ist nun, durchzuhalten, gut und gesund diese Zeit zu überstehen. Verordnungen von oberster Stelle regeln und bestimmen unseren Alltag. Was wir früher als Freiheitsberaubung gedeutet hätten, erkennen wir heute als lebensnotwendiger Schutz. Ihr Lieben, auch die Frau aus Bethanien setzt ganz andere Prioritäten. Sie nutzt sehr teures Salböl, das den Wert eines Jahreslohnes eines einfachen Arbeiters beträgt. Sie nutzt es und salbt damit das Haupt Jesu. Eine wunderbare Zuwendung. Doch sofort entsteht Unwillen, dort, wo man dieses erlebt. Ich kann einerseits die Reaktion der Gäste gut verstehen. Die Tat stört die Gemeinschaft. Die Frau erlaubt sich da etwas, wo die Jünger meinen, welch eine Verschwendung. Doch Jesus greift ein und unterbricht die Schimpfenden. Er zeigt ihnen und uns, warum die Frau dieses Werk getan hat. Und er nennt dafür 3 Begründungen. Erstens hat die Frau den richtigen Zeitpunkt erkannt und genutzt. Und deshalb sagt er: Arme habt ihr immer bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Die Frau hat verstanden und schiebt ihr Vorhaben nicht auf die lange Bank, sondern handelt jetzt. Die 2. Begründung ist in einer Nebenbemerkung Jesu versteckt. Er sagt: Sie hat getan, was sie konnte. Wir kennen den Namen der Frau nicht. Sie hatte auch keinen Platz in der damaligen Männergesellschaft. Es ging ihnen so genannt um wichtigere Dinge. Die Frau aber tut, was sie kann. Und es war auch noch genau der richtige Zeitpunkt. Dieses macht auch mir Mut, denn Jesus verlangt nichts von mir, was ich nicht tun könnte, was nicht meinen Möglichkeiten entsprechen würde. Die Frau hat echtes, unverfälschtes Öl dabei. Echtheit und Ehrlichkeit,
ist im Umgang mit Jesus gefragt. Ich muss mich nicht verstellen, sondern ich darf sein, wie ich bin. Ich darf meine Gefühle zeigen. Und dabei darf ich echt sein. Die dritte und gewichtigste Begründung bringt Jesus erst am Schluss. Da sagt er: Die Frau hat meinen Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Im Orient wurde der Leichnam, bevor dieser in das Felsengrab gelegt wurde, nach intensiver Reinigung gesalbt. Es war die höchste Liebe und Ehre, die man einem Menschen erweisen konnte. Nun wird diese Salbung an Jesus vorgenommen, kurz vor dem letzten Mal mit seinen Jüngern. Die Salbung war aber auch ein religiöses Ritual für Heilung, für Heiligung und auch für Übertragung einer politischen Macht. Die Frau hat also, ohne zu wissen, Jesus zum messianischen König gesalbt, zu einem König, der anders war, als sich ihn viele vorgestellt oder gewünscht hatten. Nach seinem Abendmahl wird Jesus den Weg durch Leiden und Sterben, durch Demütigungen bis zum Tod gehen. Doch sein Name drückt bis heute das Glaubensbekenntnis aller Christen aus. Jesus, der Christus, der Gesalbte Gottes. Die Tat der Frau aus Bethanien war so wichtig und bedeutungsvoll, dass Jesus sagt, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, soll man sich an sie und an ihre Tat erinnern. Vielleicht hat dieses Liebeswerk der Frau Jesus auch Kraft gegeben, den Weg ins Leiden zu gehen. Dieses Liebeswerk wird zum Beispiel dafür, was Evangelium bedeutet. Und zwar für den anderen Leben, sich zu schenken, so wie Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Die Frau hat Prioritäten gesetzt. Sie hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat gehandelt. Darum hilft auch mir das Handeln der Frau zum Umdenken. Sie handelt nicht erst, nachdem sie ausgerechnet hat, wie viel Geld sie für das Öl bekommen könnte und was sie alles mit dem tun könnte, sondern sie handelt einfach. Sie handelt aus Liebe. Und darum geht sie mit dem teuersten Öl so verschwenderisch um. Es gibt eben Dinge im Leben, die wir nicht sparen müssen, wo wir nicht knauserig damit umgehen müssen. Deshalb gilt auch für uns, für dich und mich, besonders in dieser Zeit, geh verschwenderisch um mit deiner Liebe und du wirst Veränderung erkennen. Geh verschwenderisch um mit deiner Zuwendung und du wirst erleben, dass sich Türen öffnen. Geh verschwenderisch um mit dem Gebet und du wirst Gemeinschaft mit Gott erleben. Die Frau hat durch ihr Handeln zukunftsorientiert gehandelt. Investieren wir in eine Zukunft, die nicht durch eine Krise an Wert verliert. Gott ist der Herr der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Investiere in die Beziehung zu Gott, der durch alle Krisen führt, der den Weg zum Kreuz gegangen ist, der gelitten hat, der gestorben ist, damit du lebst. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Dir, du weißt.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns Barmherzigkeit und Liebe vorgelebt. In seinem Namen kommen wir zu dir und bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, denen es an Zuwendung und Nähe fehlt, für alle, die einsam sind und sich verlassen fühlen. Lass sie dein weites Herz spüren und Liebe erleben. Wir bitten dich für alle Menschen, die schwer zu tragen haben in dieser Zeit, und für alle, die Notleidenden beistehen und beherzt eingreifen, wo ihre Liebe und ihre Hilfe gebraucht wird. Sei ihnen nahe und schenke ihnen Kraft und Ausdauer. Wir bitten dich für alle Menschen, die vor einer schweren Entscheidung stehen. Schenke ihnen den Mut, sich und dir treu zu bleiben. Wir bitten dich für die Kinder und die Jugendlichen, dass sie nicht verzagen, sondern dass sie durch ihren Glauben Freude im Herzen erleben und immer treu bei dir bleiben. Wir bitten dich für alle Sterbenden und für alle, die uns im Tod vorausgegangen sind. Schenke ihnen das ewige Leben bei dir. Du bist ein Gott des Lebens und der Zukunft. Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, Freud oder Leid, schließen wir ein in das Gebet, das du, Herr Jesus, uns gelehrt hast, und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht und bleibt im Frieden und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.